und herzlich willkommen bei Stempeln in Aachen. Mein Name ist Sabine. Immer wieder mittwochs, diese Woche mit dem Kreativ-Bingo im April. Falls ihr gerade das Grunzen gehört habt, ich habe kein Schwein. Mein Hund liegt unterm Tisch und der hat sich hier gerade genüsslich geräkelt und dabei auch ein bisschen gegrunzt. Also seid nicht irritiert. Kein Bauernhof bei uns. So. Also immer wieder Mittwoch kreativen Bingo im April und im April oder wenigstens im April mit geänderten Regeln. Ich habe das letzte Woche schon mal kurz erwähnt. Ich möchte gerne, dass ihr eure Karte im April nicht an mich schickt, sondern an ein Seniorenheim, ein Altersheim, eine Person in dem Alter, die im Moment alleine zu Hause in ihrer Wohnung, in ihrem Zimmer sitzt, weil wir ja wegen Corona ein Besuchsverbot in Altersheimen, Seniorenheimen und bei den Herrschaften ab 60 haben. Und aus dem Grunde fände ich das ganz schön, wenn wir die ganzen, die jetzt da ganz alleine sitzen, ein bisschen aufheitern mit einer schönen Karte. Deshalb haben wir auch vergangene Woche nicht nur die Verlosung für die Märzkarten gemacht, sondern da habe ich auch schon mal eine Challenge ausgerufen. Da habe ich auch wirklich schon viel Resonanz drauf gehabt. Ihr seid zum Teil großartig, ihr schickt mir nicht nur ein Foto, sondern ihr habt dann mal eben 20, 50 oder 86 Karten gebastelt. Die Anja, die hat in ihrem Altersheim vor Ort angerufen und gefragt, wie viel Bewohner denn da sind, weil sie dachte, wenn ich jetzt nur 5 Karten baste, dann sind die anderen traurig. Ja, dann stellte sich raus, also es gibt 86 Bewohner. Naja, und dann ist sie halt hingegangen und hat mal eben am Wochenende 86 Karten gebastelt. Das müsst ihr natürlich nicht tun, aber wenn ihr euch an den Challenges beteiligt, dann kommen wir ja doch auf 4 Karten pro Monat pro Teilnehmer. Und das fände ich schon eine super Zahl. Und meine E-Mail-Adresse, die blende ich jetzt ein und die steht auch nachher in der Infobox. Ihr schickt mir also ein Foto und eure Karte dann an das entsprechende Heim. Das ist natürlich nicht nur Senioren- und Altersheimen, sondern da zählen auch Behinderteneinrichtungen zu. Die werden in der Aufzählung manchmal vergessen, aber das wollen wir ja auf keinen Fall. Gut, dann zeige ich euch noch, was es im April zu gewinnen gibt. Und zwar das Stempelset mit dem Einhorn, Leave a Little Sparkle. Da haben wir Text, da haben wir das Einhorn komplett, einmal den Einhornkopf, Sterne und einen Wirbel. Das Stempelset verlose ich dann unter allen mir zugeschickten Fotos von Karten im April. Das wird dann am ersten Mittwoch im Mai verlost. Dann habe ich jetzt hier das normale Bingo, was wir so jeden Monat haben. 9 verschiedene Begriffe gebe ich vor und ihr müsst auf euren Karten und ihr müsst auf eurer Karte entweder 3 waagerecht, 3 senkrecht oder 3 diagonal verwenden. Und ich gehe die jetzt auch mal alle durch, damit wir kein Verständnisproblem bekommen. Da habe ich einmal schwarz-weiß, Band oder Kordel, Stanzteil, wobei Stanzteil oder Stanzteile, ne, das hat sich jetzt hier nichts. Dann habe ich wegen Corona mal den Regenbogen aufgenommen. Ich finde das toll, dass die Kinder in die Fenster Regenbögen kleben, malen, wie auch immer. Und ich dachte, es kann sowohl ein Regenbogen von der Form her sein, es können aber auch Regenbogenfarben sein, das bleibt euch und eurer Kreativität wieder überlassen. Dann eine Maske, also keine Gesichtsmaske, nicht falsch verstehen, sondern eine Abdeckung, damit Stempel übereinander gestempelt werden können, also zum Abdecken des jeweiligen Stempelmotives. Zahl oder Zahlen, Struktur. Struktur meine ich entweder geprägt, hitzeembossed oder auch gestempelt. Eine Kartenform oder Blumen.
Ich denke, das ist eine schöne Mischung von allem. Damit kann man eine ganz einfache Karte machen, aber man kann aufgrund der Kartenform, Struktur, Maske auch eine etwas ausgefallenere und aufwendigere Karte machen. Ich bin sehr gespannt, was ihr euch einfallen lasst und zeige euch jetzt mal, was ich gemacht habe. Und zwar habe ich letzten Freitag einen Online-Stempelabend veranstaltet mit meinen Monatsbastlern, oder einem Teil. Wir haben das mal testweise gemacht, also wirklich als Video-Workshop. Und da war ich mir nicht sicher, ob man auch schwierigere Projekte machen kann. Deshalb habe ich erstmal mit was Einfacherem angefangen. Ja, und davon ist also diese Karte. Die Vorderseite ist geprägt mit dem Embossing-Folder Struktureffekte. Dann habe ich aus flüsterweißem Farbkarton eine Maske gestanzt. Die könnte man natürlich auch schneiden, aber ich habe hier die Stanzformen bestickte Rechtecke verwendet. Da war eins, was ich sehr passend finde. Das ist 4 cm mal 9 cm. Das habe ich aufgelegt und dann mit einem Hintergrundstempel, mit einem kleinen Hintergrundstempel bestempelt in Olivgrün. Wenn man den Stempelabdruck mehrfach übereinander abstempelt, dann sieht das nachher tatsächlich aus, als wäre der Farbauftrag auf der geprägten Struktur dicker. Aber am Rand erhält man also eine schöne Unregelmäßigkeit und hier oben kann man auch die Tupfen, die ich da verwendet habe, erkennen. Aus Alles im Block ist das hier unten diese Pünktchenwolke, Spritzerwolke, die habe ich also diverse Male übereinander abgestempelt in meinen rechteckigen Maskenrahmen. Das, wie gesagt, in Olivgrün und dann auch nochmal in Curry-Gelb habe ich ein paar Highlights reingesetzt. Darauf findet ihr die beiden Schmetterlinge, gestempelt mit dem Set Schmetterlingsglück in Schwarz und dann mit der Handstanze ausgestanzt. Und dann habe ich die Mittelteile, die Körper des Schmetterlings, dann nochmal in Curry-Gelb gewischt. Die Punkte, diese Tupfen, die kommen auch aus dem Stempelset Alles im Block. Die sind in Schwarz, genauso wie das aufgeklebte Danke. Und damit war ich schon fertig. Meine Workshop-Teilnehmer, die fanden die Karte ganz toll, haben die schon mehrfach nachgebastelt und auch die werden ihre Karte also an Altenheime und Seniorenheime schicken oder abgeben. Damit sind wir eigentlich für heute schon fertig. Ich freue mich auf eure Fotos und bin sehr gespannt, was ihr da so zaubern werdet. Wir sehen uns nächsten Mittwoch wieder. Ich wünsche euch schöne Ostertage. Das wird alles dieses Jahr etwas ungewöhnlich, aber ich denke, wir machen alle das Beste draus. Habt eine schöne Restwoche. Und wir sehen uns am Mittwoch zu immer wieder Mittwochs. Bis dahin, tschüss. I am in control. I am watch the go. Doing it my way.